Moin Leute und hallo, willkommen hier auf Totally Nuts. Ich bin der Marc und heute präsentiere ich euch Let's Play Pony Island. Ja, und wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann kann ich euch garantieren, es kommt was richtig, richtig Geiles auf euch zu. Ich habe von dem Spiel hier so mehr oder weniger, ja, so ein bisschen was habe ich schon gesehen. Also ich habe vielleicht 3 Minuten Videomaterial gesehen und ich habe einen Test gelesen, wobei ich dann sogar im Test, also dann irgendwann abgebrochen habe, weil es dann hieß, jetzt aufpassen, damit man wirklich komplett spoilerfrei bleibt. Auch wenn es jetzt anders ausschaut, das Ding hier scheint ein absolutes Horrorspiel zu sein. Also Horrorspiel im guten Sinne. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt einfach mal spielen. Das Spiel ist im Januar rausgekommen. Es gibt es bei Steam für 5 Euro und deswegen würde ich einfach mal sagen, ohne weitere Worte schauen wir uns einfach mal an. Okay, System Tech Incorporated. Okay, jetzt sind wir in dem eigentlichen Spiel Desktop und oder Dashboard und ihr seht es ja schon. Oh Junge, das ist schon eine ganz andere Hausnummer hier. Das ganze Ding ist, glaube ich, so ein ziemliches Metagame. Sprich, also man hat irgendwie so einen Side-Scroller, den man spielt, das Pony Island. Aber die eigentliche Handlung ist, dass wir uns da mehr oder weniger reinhacken müssen und ich würde mal sagen, wir fangen einfach, wie man bei jedem Spiel anfängt, mit den Optionen an. Anti-Aliasing, ja, oder? Würde ich mal sagen. Also ich meine, das ist ja 8-Bit-Grafik hier, da kann man die 8-Bit schon mal, also Treppchenbildung bei 8-Bit, das muss ja nicht sein. Anti-Aliasing, Advanced RNG, okay, das kann man nicht auswählen. Fix Startmenü. Okay. Irgendwas habe ich auf jeden Fall jetzt damit gemacht. Obscure Options. Ich finde Obscure Options gut. Free Ticket. Was? Ich habe ein gratis Ticket bekommen. Okay. Ah! Wie geil war das denn bitte? Ach, wisst ihr was? Wir schauen uns schon mal die Credits an, oder? Ah! Geht das auch langsamer? Ja. Und neues Ticket, ah! Ich frag mich, wofür man diese Tickets braucht, aber 2 haben wir schon. Ja gut, das waren auf jeden Fall die Credits. Ich würde mal sagen, jetzt fangen wir einfach mal mit dem Spiel an. Okay. Ja, das Ganze ist wohl auch ein ziemliches Knobelspiel. Enable Start. Ja, ich denke mal, wir müssen einfach das hier rein. Start Game. Boah, ich fühle mich gleich wie ein totaler Hacker. Naht. Oh Gott. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Hallo? Ne, Moment. Load Game. Ah, Moment. Vielleicht? Nee. Kann man das verschieben? Ah, habe ich mir doch gedacht, das kann man verschieben. So. Ah. Ich finde das schon ganz lustig. Das ist mal. You just had to fix it, didn't you? Ja. That was going to work. I tested it 1000 times. Also es hat funktioniert. Okay, es hat funktioniert. Welcome to Pony Island, ja, da haben wir es ja. Okay, ja. Hallo. Oh. Kann man die Tastatur? Nee, da kann man nichts mitmachen. Wow. Oh mein Gott. Ah! Ich hab's jetzt schon verkackt. Kann ich bestimmen, wie hoch. Ah, cool. Ich kann ja. Ah, cool. Ich kann. Je länger ich drücke, ich glaube, desto höher springe ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein bisschen springe. Okay. Aber das ist cool, wie man den Kopf hier. Wah! Oh mein Gott, das ist das Pony des Teufels. Okay. Huge Success. Level 53, Level 54, Level 5. Was? Oh mein Gott, bin ich gut. Ich lasse mich nicht verarschen. Ich spiele jetzt einfach eine Runde weiter. Aber das ist echt so ein bisschen das Exorzisten-Pony hier, oder? Deine Mutter lutscht in der Hölle. Ach,
reden nicht drüber. Okay. Level 100. Jetzt warten wir einfach mal ab und schauen mal, was passiert. Aber was ich auf jeden Fall gehört habe, das... also das hier, was wir jetzt gerade sehen, das ist mehr oder weniger... es soll praktisch das Spiel darstellen, aber das eigentliche Game ist, dass wir uns eben dort reinhacken. Und das sind so Knobelspielchen, wie wir jetzt zum Beispiel im Optionsmenü schon hatten. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich warte jetzt mal bis Level 100, was dann passiert. Success, ja. Ah, initial overflow error, okay. Ah, hier. Okay, ich verstehe. Start ticket disposal, okay. Okay. Ah, wir müssen praktisch immer jetzt ein Ticket einsetzen, um dann weiterzukommen. Nehme ich jetzt mal an, oder? Oder war es das nicht? Ah, bin ich schnell genug. Oh mein Gott, es geht hier um Geschwindigkeit. Ah, die ganze Hölle. Oh mein Gott. Ja, gute Frage. Printer, Ticket Dispense. Kommt hier irgendwas? Ah, Moment, was haben wir denn hier? Geht's jetzt? Nee. Ah, okay. Ich verstehe. Ich glaube zumindest, dass ich verstehe. Vielleicht verstehe ich auch nicht. Jetzt erstmal das hier. Nee, Gott. Das war nicht so klug. Oh mein Gott, das wird mir jetzt schon alles zu kompliziert. Hä? Kann's ja jetzt nicht sein. Kann ich jetzt sonst noch was machen? Oder sehe ich vielleicht irgendwas? Ah, ich verstehe. Wir sind in der Okay, ich verstehe. Wir sind praktisch in der Endlosschleife. Das heißt, ich nehme mal an, wenn ich das jetzt so mache, dass ich damit die Endlosschleife beende. Oder? Experience Rest of Pony Island. Insert your soul to continue. Ich weiß nicht, ob ich meine Seele... Aber ich habe schon Bock auf ein Continue. Also ich würde mal sagen... Machen wir das so einfach, oder? Okay. Collect Sin. Broken Setup. Paywall. Na, so, Validate. Stop hier. Show required. Okay. Crash Game. Sollen wir Crash Game machen? Was meint ihr? Mama, oder? Mal schauen. Was soll schon passieren? Oh, das Game ist gecrashed. Überraschung. Pony Island has stopped working. Checking for solution of the problem. Ja. Wir wissen ja alle, wie das hier funktioniert, wenn... Oh Gott. Aha! Wir schieben einfach das Fenster weg. Wie cool. Ja, weg da. So. Machen wir mal kleiner. Oder beziehungsweise machen es gleich ganz aus. Corrupted. Den Walkthrough, cool. Code Block for the Orange. Right Block, swap the Loop Code Block for the No Free Continue Code. Once the game has crashed, close the two windows by clicking X. X Buttons, okay. Click on the Messenger Shortcut.
Okay. You have messages, okay. What was that? Hello? Can you see this now, please? Hello? Ich gebe mal meinen eigenen Namen ein. Hallo, Mark. Oh, das ist cool. Mark, I'm a prisoner of this machine. Oh, scheiße. Hopeless soul, heißt der Kerl auch. I do not want to panic, but it's possible that we may share the same fate. I have plan. I do not have... you must help me. Will you help me? Ey, was war das? Hallo, was ist das denn? Das kann ich jetzt... Ach so, das... Schau mal. 1, U... Das Ad, IF, Hashtag R. Lucifer, oder? Das soll Lucifer sein. Ach, dann reden wir doch einfach mal mit dem Teufel. Hallo. You must feel good about yourself. Also, you hacked your way out of Pony Island. The positive feedback loop for completing mundane jumping tasks wasn't engaging enough for you. Who is messaging you? Moment, eins... Oh Gott, das ist ein bisschen schwierig hier einzugeben. Nein. Hä? Kann ich jetzt gerade gar nicht eingeben. Das ist wahrscheinlich für eine amerikanische Text-Tastatur gedacht. Naja, ich schau mal, wie weit man es hier treiben kann. Irgendwie mag der die Eingabe von meiner Tastatur hier nicht. I don't... What? Regardless, don't... Message anyone else. Okay, now my plan. Oh Gott, kennt ihr das, wenn man Facebook mit zwei Leuten gleichzeitig schreibt? Ich bin gerade total... Deleting a single one will lessen the power that he wields, but you must not delete all three to escape. Okay. Mann, schreib nicht so viel. Das hasse ich auch. Das ist auch so ein Ding bei Facebook. Wenn Leute einfach so 20 Nachrichten so untereinander schreiben, anstatt alles in eine Nachricht zu schreiben. Ich weiß, das ist hier Instant Messaging, das machen viele Leute so, aber es geht total auf den Sack, wenn nach und nach, wenn man da einfach nicht lesen kann. Ah, so, das muss jetzt einfach mal raus. There are three core program files. Das ist das entire operating system depends on. Also es gibt drei primäre Programmdateien, auf denen das ganze System eben basiert. Eins von denen wird die Macht praktisch reduzieren. Also indem man eins von denen löscht, wird die Macht reduzieren, aber man muss alle drei beenden deleten, also entfernen. Um praktisch wirklich rauszukommen. Do you understand me? Ich sag noch nicht yes, weil ich jetzt von Lucifer noch ein bisschen was lesen möchte. Okay. It was so terrible that you had to escape. You just had to. Oder soll ich no antworten? Nee, ich mach yes. Gut. Who are you talking to? Nobody. You are so arrogant. I've been making changes to Pony Island. We will see what you think of this. I ask you not to talk to him. Hey, wait! Enough of that. You are mine now. Say yes, my son. Ihr habt nichts gesehen. Egal, was man eingibt, es kommt... Yes, oh nein! Wir werden hier gehackt. Ich klick da nicht drauf. Ich mach nichts. Ich klick gerade nicht. Blödes Arschloch. Oh, oh. Pentagramm. Beziehungsweise kein Pentagramm. Das ist ja eigentlich richtig rum, oder? Hm. Okay, das Options-Menü hat sich auch ziemlich geändert. Schaut euch mal die Ponys an. Schaut nicht mehr so lustig aus. Was ist das denn? Enter back to leave this place. Enter the password model. Gute Frage, was ist denn das Passwort? Huh. Was meint ihr? Vielleicht ist das Passwort Mortal? Wrong. You are wrong. Soll das Satan sein? Ich versuch's mal.
suche jetzt alles Satanische, was ich so habe. Enter back to the fool. Okay, jetzt wird's langsam ein bisschen. Okay. Ja, dann gehen wir, oder? Das sind die Options, aber... Naja, spielen wir mal eine Runde das Spiel, oder? Improved Load Times, ja, das ist immer mal was. Au. Ah, ich kann ja gar nichts machen. Oh Gott, ich verliere mein ganzes Leben hier. Oh, ist das eine Schweinerei. Ist das eine Schweinerei? Ich kann ja gar nichts machen. Game over. Ah! My game is challenging. But fair. Surrender your soul. Okay. Ja, wir müssen wohl ein bisschen besser werden in dem Spiel. Erinnert mich so ein bisschen, ich glaube ja auch wirklich, dass hinter den Souls-Spielen der Teufel steckt. Und ich bin mir auch sicher, dass diese dämonische Weltanschauung praktisch auch bei den Souls-Games immer vorherrscht, wenn sie so ein Spiel erstellen. Das ist jetzt wirklich, Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt beim ersten schwierigen Rätsel dann schon so am Verzweifeln bin. Jetzt werde ich mal ein bisschen schnippisch. Okay, dann schreiben wir eben auch wrong. Schreibe ich nochmal wrong. das muss er mir jetzt hier nicht so auf die Nase binden. Gott. Kenne ich da irgendein Symbol drin? Also das soll ja das Gesicht des Teufels sein und das soll jetzt hier kein Symbol sein. Vielleicht ist es auch einfach 9 mal die 0. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natürlich nicht. Was passiert denn, wenn ich irgendwie. Jetzt schreibe ich einfach mal irgendwas. Mal folgendes probieren. 5757. Ich hätte halt gedacht, weil er, wenn er seinen Mund praktisch bewegt, dann wird es erst oben alles rot, dann unten, er ist oben weiß, dann, also oben sind 4 Kästchen weiß, dann, 5 Kästchen, Entschuldigung, unten dann 7, wenn sich sein Mund bewegt, dann wieder 5, dann wieder 7, aber dem war wohl nicht so. Vielleicht muss ich auch einfach nur die Anzahl der roten Nullen zählen. Oder der weißen. Nein, die weißen habe ich jetzt schon probiert. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 Stück. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach Gott, das ist wieder so ätzend gerade. Ich glaube zwar nicht, dass es das ist, aber ich zähle jetzt trotzdem mal die Anzahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 9. 21. Oh Gott. Das sind auch 9, oder? Das müssen 9 sein. 30. Dann, das sind 37. 39. Wie viel waren das? Das waren 7, also 46. Und dann haben wir noch 6, dann sind wir bei 52. Natürlich nicht. Ich glaube. Rück mir ihn weg.
Ach, die Options gehen wieder. Cool. Okay. Anti-Aliasing. Weg. Advanced Settings. Weg. Pony Physics. Weg. Free Ticket. Weg. Alles weg. Alles weg. Weg damit. Weg damit. Und was auch immer du bist. Aha, okay. Wir müssen hier... Ja gut. Ja gut, Da sitze ich dann so Ewigkeiten in dem anderen Menü drin. Dabei kommen wir ja eigentlich hier weiter. Advanced Audio. Struggling Hardware. Ominous Humming. Das kann runter, oder? Ich check nicht, was das Ganze so wirklich, was es mit diesen Tickets hier auf sich hat. Das ist noch. Habe ich noch nicht hintergekommen. Advanced Gameplay. Old Prototype Options. Pony Blades. Unlimited Ammo. Free Will. Pony Mobile, was ist das denn? Really Useless Options. Wieder hier rein. Hä? Wie war das jetzt nochmal? Ah, hier waren die, okay. Ah, Security Settings. Parental Control off. Off, off, off. Allowed to die on Earth? No, maybe, I don't care. Ja, mit Chat History, das ist ja interessant. Okay. Okay, das sind schon alle Passwörter, die ich mal benutzt habe. Code Storage, das klingt doch gut. Be a kind soul, just take one. Huh. Ja, das Scooter war teuer. Absolut keine Ahnung. Hm. 0110. Oh, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, das überfordert mich gerade alles so. Ah! Moment, da stand doch was. Nee, ach, okay. Das war nur der Chat Storage. Versuch's nochmal mit Advanced Gameplay. Options. There are better options than this. Ah, okay, das habe ich vorher noch gar nicht gemacht. Pony Salvation Options. Pony Lasers. Cheater. Kannst mich mal. I won't let you. Ah! Ah! Okay. Ah, hallo. Oh Gott. Aber habt ihr gehört? Pony Laser? Das klingt doch schon mal ganz geil. Increase Size. Glaube ich auch schnell sein. Ich bin mir jetzt zwar nicht so 100% sicher, aber. Sagen wir es mal so. Okay. Das sollte jetzt funktionieren, oder? Ja. So, Pony Laser, Pony Laser. Ich will Pony Laser jetzt! Was? Ich hab's so angeklickt. Hallo? Ich hab's angeklickt. Hallo! Das ist ja wie wenn man so einen scheiß Banner wegklicken möchte. Oh.
es so einen Trick geben, oder? Warum kann ich das nicht an... Ey! Der verarscht mich doch hier. Das ist doch wieder irgendwas, wie ich es eigentlich machen muss. Muss ich wahrscheinlich irgendwo anders... ich weiß, dass es anders geht. Ich bin mir sogar sicher, dass es anders geht. Aber ich kann doch nichts machen. Oh Gott, was soll ich machen? Ganz ehrlich. Ja, hey, nee, ganz ehrlich, was soll ich machen? Irgendwann... Ich weiß, dass es irgendwie anders geht. Oh, das muss irgendwie gehen. Da ist irgendein scheiß Trick dabei, aber man kann jetzt auch, das Ärgerliche ist, man kann jetzt auch gerade nichts. Ah, okay, das ist... Das ist das eigentliche Menü. Ich glaube aber, das soll nicht das Menü des Spiels sein, deswegen... Ey, da muss es doch einen Trick geben. Es kann nicht sein, dass es so geht. Es bewegt sich, okay, es bewegt sich dahin, wo mein Pfeil zeigt. Wenn ich jetzt so gehe, geht's. Nee, tut's nicht. Okay. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Verdammt. Okay, pass mal auf. Wenn ich jetzt hier von der Richtung komme, dann geht's... Nein, okay, ich dachte, ich hätte eine Systematik dahinter gesehen. Wie das... ihr blöden Wichser. Ich wusste, dass da irgend so ein Scheißdreck dabei ist. Und ich hatte mir gerade überlegt, dass diese Pfeile, also diese Typen, die auf das Kästchen zeigen, dass die praktisch immer die Richtung angeben und dass man dann spekulieren muss, in welche Richtung das geht und dann klickt, aber... Oh, natürlich. Okay. So, jetzt habe ich es aber bald. Irgendwann kriege ich dich in Vollbildsport, Freund, und dann bist du dran. Dann habe ich dich. Dann bist du mein Knecht. Der ist doch wieder hier. So, wo ist das Kästchen? Wo ist das Kästchen? Aber das war doch auch... Das ist doch wirklich teilweise echt eine Frechheit. Ey, ich habe... Ganz ehrlich, also jetzt bei der Runde nicht, aber ich habe das Kästchen schon 10-mal oder so angeklickt. Jetzt auch schon wieder, das war jetzt hier perfekt geklickt. Ah, okay. Okay, der Mauszeiger zeigt das immer dorthin, wo man eigentlich hin muss. Okay. Wir müssen uns jetzt hier einen Weg durchbeiten. Ah, das geht nicht, okay. Interessant, ich verstehe. Das heißt doch, dass wir erstmal hier weitermachen. Und dann, wo habe ich jetzt den? Wo ist, ach, hier ist der, okay. Boah, knapp war's. Baue jetzt schon mal. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass man sich das nicht schon verbaut. Sonst kann man da gleich wieder von vorne anfangen. So. So, das sollte jetzt reichen. Yay!
Na, Sportsfreund, wie gefällt dir das? Okay, das ist der... Oh, der Pony Laser. Go back and turn it off. You can't play with this... Okay. Naja, wisst ihr was? Den Laser, den gibt's in der nächsten Folge zu bewundern. Und ich würde sagen, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Pony Island. Bis dann. Thank you.